Okay, du hast ein paar Ah. Sachen dabei. Hier ein Korallenblock. Der Farbstoff und Aha. Tropenfischeimer. Das sieht weiß das lecker aus. Glaube ich, Aha. passe. Guck, oh, hier, sieh an, Apfel. Setzlinge gibt es ja auch. Bedeutet, wir könnten uns da in der Oh. Wüste mal eben so ein paar Bäume anpflanzen. Vielleicht wieder neue setzen. Oder welche in der unmittelbaren Umgebung haben. Dann Apfel mit dabei. Auch nicht schlecht. Pilze und so. Okay, da vorne haben wir unsere Bude. Dann sage ich mal hier die Setzlinge und dann. Ich behalten. Packen wir da einen hin, dort, hier, da, vorne, hier, hängen. Pflanzen wir wieder einen ganzen Wald an. Schau sie an. So. Ein paar Setzlinge verteilt, damit wir auch bald wieder Bäume bei uns in der Gegend haben. Und nun können wir erstmal mit unserem Holz, was wir eingesammelt haben, weiterarbeiten. Sachen haben wir gar nicht. Jetzt eine wegreiße, geht das? Nur eine kaputt machen? Nee. So, dann werfen wir die Eier da wieder rein. Haben wir unser Bett. Dann schlage ich vor, basteln wir hier so eine Kiste hin. So. Bauen wir hier die Kisten hin. Immer. Das und das und das. Brauchen wir denn jetzt nicht sofort hier Setzlinge und so? Das nicht. Nichts, was wir irgendwie unterwegs verlieren können oder sollten oder wollten. Packen wir mal die Kiste hier noch weg. So. Der Rest sammelt sich dabei von selber ein. Hey. Die wieder daneben und dann haben wir wieder eine große. Sortieren hier mal ein bisschen Sand, Wolle, Holz, Holz kann ich dahin, das, Erde, Holztreppen da, ich glaube hier ich noch. Okay, das ist eine andere Wertung. Kohle hin. So, Fichtenholz. Werfen wir einfach rein. So. Eisenerz. Sand kann damit hin. Reinwerfen. Moshammelfleisch auch. Wolle. Okay. Türen müssen wir jetzt nicht unbedingt haben. Kaktus können wir auch mit reinwerfen, wobei wir den, glaube ich, verkleinern und dann eben anpflanzen. Das Hähnchen packen wir auch mal damit rein. Ich hoffe, das gammelt da drin nicht weg. Da haben wir noch ein bisschen. Kohle sollten wir uns vielleicht mitnehmen. Eben fix. Restliche Kohle wieder mit einwerfen. Aber nehmen wir Fackeln. Holz, wie gesagt, wollte ich noch kurz mitnehmen, denn wir arbeiten. Eichenholzbretter haben wir. War, glaube ich, das hellere, ne? Ja. Müssen wir uns natürlich überlegen, ob wir hier das hellere verbauen wollen, weiterhin. Oder ob wir auf dunkleres gehen. Kuddelmuddel sieht ja auch ein bisschen blöder aus, aber fürs Erste brauchen wir es auf jeden Fall so. Gestalterisch besser machen könnten. So. Ich würde sogar für das Dach selber nochmal einen höher. Ne? Oh, so. Das so Bungalow-mäßig ausbauen. Machen wir hier dicht.
Da habe ich mir das so gedacht. So. Hiermit weiter. Dass wir da mehr oder weniger so ein bisschen abgesetztes Dach haben. Brauchen wir gerade eben einen Block dort. Okay. So, jetzt haben wir eine etwas höhere Decke auch. Gar nicht mal so schlecht. Vorne, ja, das müssen wir überlegen. Schöner aus, das können wir Lichter machen. So, so. 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 So, so. Dann hätten wir hier auf jeden Fall. Ja, doch. Ich denke, das kann man so lassen. Wir sollten jetzt einmal eben den Ofen anheizen. Dazu werfen wir mal das restliche Holz hier weg. Hier ein Holzpaket. Damit hin. Und zwar wollte ich Kohle haben. Wir nehmen mal eben die Hälfte. Und nicht gleich alles verfeuern. So. Und wir nehmen uns mal so ein Stack Sand. Hauen den damit rein, so dass wir uns mal eben Glas bauen. Das kann da ja vor sich hinschmoren. Die Tür sollte man auch immer mal wieder zumachen. Ein bisschen Licht hier drin wäre nicht schlecht. Vielleicht sogar hier oben immer. So. So. Machen wir das da weg. Sieht das auch vernünftig aus. Ein bisschen. Nein, hier Holzfarben, aber ich denke mal, das ist gar nicht so schlimm. Endlich. Das können wir nachher dann auf jeden Fall noch ausbessern. Später. Wenn ich nachher sagen, wenn ich nicht nachher meine. Glaube ich hier den Stein, den nehme ich noch wieder weg. Diese Reihe hier. Aber das Loch mit dem Sand. Okay. Ich glaube, ich lasse das hier mit Absicht dann so tief. Rausnehmen, da eben ein rausnehmen. Holz, das wegpflücken. Oh. Ja. Dann nehme ich ein Bein wieder reinsetzen. Ah, hältst du noch zwei Holzflöcke aus? Zwei Holzklöcke. Stein reinpacken. So, jetzt haben wir wenigstens schon mal eine Grundstruktur am Boden. Das ist doch gut. Nacht ist auch schon wieder geworden. Leute, wir können uns gleich pennen legen. Allerdings, hier haben wir nochmal Licht dran. Dass niemand irgendwie zu nahe kommt. Was denn? Schlafen. Da wird bald was gegessen. Erstmal unseren Frühstück-Snack hier. Bisschen Hammelfleisch. Da hinten brennt noch jemand. Den wird's richtig heiß her. So, Eier müssen wir nicht mitnehmen. Das Birkenholz müssen wir auch nicht mitnehmen. Wir haben nur ein Holzschwert. Wir brauchen bald wieder eine Axt. Axt bauen wir uns natürlich auch wieder aus Stein. Haben wir noch Stöcker? Nö, dafür können wir Birkenholz. Das bedeutet, gehen wir eben hierbei. Zack, zack. Stöckers. Zack, zack. Dann brauchen wir. Zack. Axt. Dann bauen wir uns noch. Zack. Noch eine Axt.
Ja, das ist in Ordnung. Spitzhacke. So. Schaufel ist nicht schlecht. Ich glaube, das war's fürs Erste. So. Haben wir das schon mal? Und wir müssen hier weiter gucken. Da hinten, das würde ich mir ganz gerne mal eben angucken. Dazu lege ich mal eben eine Ersatzakku hier rein. Da packen wir unser Werkzeug hin. Stöcker können wir auch mit reinpacken. So. Jetzt sind Fackeln. Warte mal. So. Packen wir weg. Brauchen wir für später. Eine können wir hier rein. So. Das Fleisch nehmen wir mit. Können wir eben schauen, wie es um unser Glas steht. Da haben wir schon ein bisschen was. Zack, zack. Zack. Fenster hier hinbauen. So. Nicht schön, aber selten. Können wir gut leben. Okay. Dann Schwert in die Hand. Und ab ins Abenteuer. Jetzt wollen wir mal losgehen und gucken, wo wir ein paar Höhlen finden. Dann haben wir nochmal wieder ein paar Schraubenschlüssel. Ja, ich weiß. Aber macht nichts, sieht aus wie Schraubenschlüssel. Das hier sieht irgendwie aus wie so ein Schildkrötenfelsen. So. Da bestimmt irgendwelche. Ich weiß nicht, welche okkulten Rituale durchgeführt wurden. Soll ich hier wegbuddeln? Ein bisschen den Eingang frei hier. So, und dann gucken wir mal hier rein. Die Höhle des Pharaos. Pharao von und zu. Das da jetzt? Was ist das? Hä? Was ist Schaufeln? Ah, das ist oh! Ups. Oh Gott. Was habe ich gemacht? Ups. Das war eine Todesfalle. Definitiv. Also, wow. Okay. Ziemlich schnell vorbei, unser Abenteuer. Okay, wir sind wenigstens wieder zu Hause. Meine Fresse, da will ich aber schnell nochmal hin. Da will ich aber schnell nochmal hin. Das war ja richtig spannend. Da war irgendwie ein Zauberbuch oder sowas mit drin in der einen Kiste. Aber ich habe uns in die Luft gejagt. War nicht ganz so cool. Ich würde mir ganz gerne. Hallo? Ich würde mir ganz gerne mein Kram da wieder rausholen. Ich hoffe, da kommen wir besser hin, dass wir nach unten buddeln oder was weiß ich was. Aber einfach mal so den Stein dort wegnehmen, so direkt unter uns, das war nicht gerade das Klügste. Los. Ja, komm her. Sturzschaden! So. Also. Hier gibt es eine ordentliche Menge zum wieder einsammeln. Jetzt haben wir natürlich das Problem mit hier wieder rauskommen. Und vor allem, wo sind unsere Werkzeuge hin? Die liegen da oben noch, oder was? Ja. Das war nicht die klügste Idee, komplett ohne Werkzeuge hier runter zu gehen. Nee, überhaupt nicht. Das wird jetzt ewig dauern, bis wir uns hier irgendwie mal wieder hochgebuddelt haben. So. Ich würde gerne mein Werkzeug wieder haben. Oder ist das mit in die Luft geflogen? Ich weiß es nicht. Einfach hochbauen, ja, stimmt, klar. Natürlich. Dankeschön für den Tipp. Dass ich da nicht selber drauf gekommen bin, das ist natürlich auch super. So.
unsere Werkzeuge. Ah Mann, ey, mir gefällt das, dass das Ding in die Luft gegangen ist. Das ist ärgerlich. Kommen wir erstmal hoch. Hier hätten wir das. Warte mal. Pyrit. Bruchstein, ja. Machen wir weiter mit Bruchstein. So. Nützt ja nichts. Müssen wir uns wieder komplett hochbasteln. Was zum? Hallo? Okay. Wir haben ein bisschen an Utensilien verloren. Aber ganz so schlimm. Wir haben mal hier reingeguckt. Ist ein bisschen schade, weil da waren Kisten drin mit Loot. Hätte ich echt gerne gehabt. So. Das sieht auch interessant aus hier. Bin mir noch nicht so sicher, wie wir das Ganze da machen. Aber hier eine äußerst interessante Stelle gefunden. Finde. Creeper! Der raus hier! Ist. Tschüss! Ja, ja, ist gut. Das war knapp. So, und Holly, moin, hallo. Danke nochmal eben für den kleinen Tipp. Also keine Ahnung, warum ich da nicht selber drauf gekommen bin, mich da eben rauszubauen. Aber das kommt nun mal davon. Ich bin halt, bin nicht ganz so Minecraft-affin, also spiel das echt nicht. Zum 200. Mal oder irgendwie sowas, sondern hab ein paar Mal reingeschaut. Und daher fallen einem dann die leichtesten Sachen jetzt nicht ein. So, das ist geschnittener Sandstein, okay. Natursandstein, Bruchstein, hier auffüllen, packen wir ordentlich hin. Kohle packen wir oben hin, wir brauchen auf jeden Fall wieder ein bisschen Werkzeug und so. So, so. So froh, dass ich vorher nicht alle Fackeln mitgenommen habe. Die wären jetzt offensichtlich weg gewesen. Da kamen wir alle mit. Holz. Ich glaube, das reicht erstmal. Ach nee, warum? Nein, brauchen wir. Dann. Ich glaube, das ist in Ordnung. Können wir Teil aufmachen. So, 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 so. Also, hier einmal. Okay. Zack. Schaufel. Zack. Eigentlich jetzt gerade gar nicht haben, ne? Ist mal einfach die Platte unten. Da, wo ich in der Mitte draufgetreten bin, meinst du, diese Platte? Da, also was das Ganze in die Luft gejagt hat, sozusagen. Ich glaube, das war meine Schuld. Also, ich mag es zu bezweifeln, aber ich sag jetzt mal, am Ende des Tages war es mit Sicherheit meine Schuld. Wir bräuchten wahrscheinlich ein bisschen mehr zweite Hacke. Ich glaube, das reicht erstmal. Stöcker noch und da so mitnehmen. Die Kohle können wir nochmal wieder mitnehmen. Ein. So. Zack, 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 zack. 16 Fackeln. 20. Und das packen wir mal wieder weg. 20 Fackeln nehmen wir mit. Wo mir gerade einfällt, dass ich da noch Fackeln hatte. Und dann schon mal kein Problem. Wird gerade wieder dunkel.
Ja. Glaube, was zu essen können wir noch gebrauchen. Hier. Hähnchen. Da haben wir auch noch Lammfleisch. Schauen, was der Ofen sagt. Danke für das Ganze. Das Ganze. Das. Ist jetzt nicht mitgenommen? Das war ja Unsinn. So. Dann packen wir erstmal hier das Rösthähnchen rein. Ach so, okay. Ja, danke schön, Holly. Bin drauf gelatscht. So viel steht fest. Also, das habe ich auch so im letzten Augenblick noch mitbekommen und denke so, ach nee, das ist so blöd, ey. Dann alles um mich herum explodiert. Das war so schade gewesen. Ich dachte mir so, bevor ich da jetzt komplett raus explodiere, nehme ich mir aus der Kiste noch mal eben schnell das Buch, was vielleicht ziemlich cool gewesen wäre. Aber nein. Es sollte, durfte einfach nicht sein. Überleben war uns nicht vorbestimmt. Wurde in die Luft gesprengt. Ja. Nicht festgestellt. In die Luft gesprengt worden. Hier hat er fertig. Sag mal. Okay, Mr. Creeper kommt da vorne auch. Ja, komm, ich werd fertig. Möchte ganz gern die Welt erkunden. Dankeschön. Okay, die Hälfte packe ich mal eben hier wieder rein. Das packen wir komplett rein. Fackeln wollte ich mitnehmen. Okay, dann ist der jetzt erstmal gestattet. Beide Spitzhacke ist wichtig. Können wir nochmal mit reinpacken. Jetzt gerade nicht. Schaufel mit Axt. Glaube ich, brauchen wir auch nicht. Holz finden. Nehmen wir mal mit. Und dann Kleinigkeit erfordern. Ab ins Abenteuer. So, Mr. Creeper hier irgendwo? Nee. Aber da gibt es nochmal wieder ein paar Pfeile und so weiter und so. Oh, da ist er. Weiß, das hätten wir auch anders regeln können, aber jetzt macht's nichts. Bisschen Sand dabei. Unschönes Loch neben unserem Häuschen, aber das ist nicht so. Dann wollen wir gucken, wie wir da ein bisschen weiterkommen. Die hier, keine Ahnung, sollten. Endboss-Kaktus wollen wir uns nicht legen. Ich glaube aber, in diese Seitentürme würde ich mich mal eben reinbuddeln. Mal aufkloppen. Einfach nur, um zu gucken. Ja. Sowas habe ich gesehen. Mal wieder Zugänge sind. War das? Geräusche. Okay. Schildkrötenfelsen. Nennen jetzt einfach mal Schildkröten. Könnte aber auch der Stein des Creepers sein. Man könnte jetzt natürlich schauen, ob man hier. Hier ein bisschen weiter reinbuddelt. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das Sinn macht, aber herausfinden. Dann höre ich hier Wasser.
Und Ratten. So. Vielleicht mal wieder in die Richtung. Da schießt was. Oh, da ist diese Map. Okay, aber das Skelett kommt wenigstens nicht hier hoch. Das ist schon mal sehr gut. Den hier wegnehmen. Sagen wir da möglichst in die. Sollte man vielleicht einen anderen Weg finden dort rein oder gucken, ob wir gegebenenfalls sogar noch einen anderen Tempel finden oder sowas. Glaube ich nicht. Nein, wir sehen ja so aus, als könnte hier noch viel mehr in der Richtung sein. Das da sieht auch wieder verdächtig aus. Buddeln wir mal den Sand weg. Oh. Kleines Treppchen bauen. Damit wir auch schnell wieder rauskommen. Für den Fall der Fälle. Ist der Creeper. Komm. Hey. Da kam ich gerade nicht besser weg. Okay. Was? Ich glaube, hier ist ein Skelett gestorben. Warte mal. Noch mein Skelett. Was hältst du davon? Aha. War super klug. Einfach mit Sand verbuddelt. Und das würde überhaupt bedeuten, dass das mit uns auch. Warum nicht so geil wäre. Bedeutet auch, wenn wir hier jetzt Sand wegnehmen. So, dann fällt der restliche runter. Offenbar ordentlich mit aufpassen. Das wirklich Feste ist vermutlich dann auch nur der Sandstein. Sicher. Ah, komm. Oh, das war. Okay. Auch mal dafür Spitzhacke, aber ich will runterbuddeln. Nur mal zum Gucken. Ja, und da geht's ein bisschen tiefer runter. Viel tiefer. So ein bisschen rausbuddeln hier. So, jetzt haben wir hier eine vernünftige Treppe hier runter. Herzen bereitet hat. Aber wir haben immer etwas. Oh, was war das?